setzen sie ab und zu ein raffiniertes Stilmittel ein. Und zwar ist der Vordergrund erst scharf und ganz klar und im Hintergrund alles verschwommen. Und dann braucht der Kameramann nur an irgendeinem Hebel zu ziehen. Ich weiß nicht, wie es geht. Und plötzlich ist der Hintergrund ganz scharf und völlig klar und der Vordergrund ist verschwommen. Ich will nicht sagen, dass unsere Probleme vorbei sind. Ich meine, hätten dein Dad und ich gar keine Probleme mehr, würde mir etwas fehlen. Plötzlich, wie durch ein Wunder, kommt es mir vor. Wie durch ein Wunder ist nichts mehr verschwommen für mich. Erst jetzt sehe ich deutlich die Liebe, die wir in uns tragen. Und die Kraft, die sie jedem von uns gibt. Ja, und ich weiß, dass Sisi genau dasselbe empfindet. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es passiert ist und wieso es passiert ist. Aber es war fast so, als ob mir Gott irgendwie geholfen hätte. Und jetzt ist mir klar, dass ich keine Angst mehr haben muss um dich und Kelly und dass dieser Albtraum schon bald vorbei ist. Ich glaube, du wirst dich noch an einen schlimmen Streit, den Sisi und ich hatten, erinnern. Es ging dabei um seine Uneinsichtigkeit und dass er nie einen Rat annimmt. Doch letzte Nacht, da hat er mich zum ersten Mal um Rat. Und das Erstaunlichste daran war, ich hatte sogar das Gefühl, dass er zuhört. So, Schatz, ich werde nachher kurz vor dem Ende der Anhörung ins Gericht rübergehen. Ich weiß, dass Sie Kelly freisprechen werden. Und dann kommen wir beide sofort wieder her und bringen dir die gute Neuigkeit. Wir sind so glücklich, dass sich Cruz und auch Mason so für uns einsetzen. Und wir sind so glücklich, dass wir eine Familie sind. Ja. Ich tue es nicht gern. Das geht höchstwahrscheinlich daneben, weil ich sie nicht darauf vorbereiten konnte. Das könnte unserem Superanwalt da hinten sicher nicht passieren. Flame mag wohl heute wie ein Lämpchen wirken, aber du kannst mir glauben. Ich werde vor Gericht dafür sorgen, dass sie gebracht wird. Girl Timmons mit. Bitte, Sir. Eine Frage, bitte. Nur ein kurzes. Ein Bild des Friedens. Bitte. Ich bin gespannt. Lässt sich darüber reden? Lässt sich. Wow, Flame. Schick hat dich die Mutti gemacht. Entschuldige bitte, kann ich dich kurz mal sprechen? Ich werde mir nachher ganz genau anhören, was du zu sagen hast. Du kannst mir keine Angst machen. Das ist dumm von dir. Dir sollte bekannt sein, zu welcher Grausamkeit eine kranke Seele fähig ist. Du wirst es nicht wagen. Du kidnappst mich, hilfst meinem Bruder, die Frau, die ich liebe, zu heiraten, treibst sie so weit, dass sie fast durchdreht. Sollte ich also ganz plötzlich ausflippen und dir irgendwas antun, kriege ich dafür bestimmt mildernde Umstände. Ich muss gehen. Wieso tust du ihr das an? Habt ihr Kelly nicht schon genug Schmerzen zugefügt? Du solltest wissen, warum, Robert. Ich rette meine eigene Haut. Was wäre, wenn ich versprechen würde, dass ich meine Anzeige gegen dich zurückziehe? Du hast es offenbar noch nicht begriffen. Du kannst dir deine Versprechungen sparen. Ich kann nicht mehr verurteilt werden. Bewahr dir deine Energie. Es kann gut sein, dass du sie bald nötig hast. Um Kelly zu trösten. Du hast sie, nicht wahr? Nur aus dem Grund willst du gegen sie aussagen. Sie ist schuld an Quinns Tod. Oh, fein. Da ist schon der nächste von Kellys unterwürfigen Anhängern. Der wohl einzig wahre Mann, den sie kannte, ist tot. Das wird sie büßen. Was war das denn eben? Meinst du Flame? Ja. Dazu kann ich nur sagen, dass ich keine Ahnung hatte, wie gestört sie wirklich ist. Es kann losgehen. Ja? Ich habe vorhin gleich gebucht für den Flug nach Las Vegas. Auch ganz preiswert. Also bring dieses Theater so schnell es geht zu Ende. Wir müssen noch Koffer packen.
Packung. Dieses Theater, mein Schatz, ist rein zufällig der bedeutendste Fall meiner bisherigen Karriere. Und ich habe weiß Gott Wichtigeres zu tun, als mit dir jetzt irgendwelche Reisepläne zu schmieden. Und ich dachte, du würdest dich freuen, wenn ich dir davon erzähle. Und wo ist deine Kronzeugin? Zupft sie noch an ihren Augenbrauen rum und bindet sich diverse Schleifchen ins Haar? Lass sie in Ruhe. Flame steht ziemlich unter Druck und ich will nicht, dass du über sie herfällst. Oh, weißt du, ich wollte sie nur fragen, ob sie meine Brautjungfer sein will. Was ist denn bloß los mit dir, Kies? Ich meine, freu dich doch. Wir feiern bald Hochzeit. Und du wirst Kelly Campbell wegen Mordes verknacken. Das heißt, wir sind am Ziel all unserer Wünsche. Du hast recht. Und pass nachher bitte gut auf. Denn wenn ich mit dem Kreuzverhör anfange und ihre Lügenmärchen nur so in der Luft zerreiße, mein Hase, dann tue ich das nur für dich. Ich wusste gar nicht, dass sie kommen wollten. Ich hatte gerade nichts Besseres zu tun. Freiheit zugesichert hat, wenn sie bereit ist, eine Aussage zu machen. Gegen mich? Aber sie hat doch versucht, mich in den Wahnsinn zu treiben. Und damit kann er das Motiv untermauern, wieso du Quinn umgebracht hast. Der ehrenwerte Richter James McCurdy, erheben Sie sich! Bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Angeklagte hat ausgesagt, dass sie von dem Verstorbenen unter Drogen gesetzt wurde. Dass sie betrunken und infolgedessen bewusstlos war. Aber laut eigener Aussage war sie in der Tatnacht auch noch gelähmt. Wie wir mittlerweile wissen, war das eine Lüge, um zu vertuschen, dass sie durchaus in der Lage war, den Mord zu begehen. Die Vermutung, dass ihre Aussage auch in den anderen Punkten nicht der Wahrheit entspricht, liegt damit nahe. Einspruch, Unterstellung. Sie benutzte einen Schalldämpfer. Und diese Tatsache schließt zusätzlich einen Mord im Affekt Mr. aus. Mr. Timmons, ich hatte Einspruch eingelegt. Und es ist die Aufgabe des Richters, diesen abzulehnen oder ihn stattzugeben. Einspruch abgelehnt. Des Weiteren hat Mr. Hunt uns die rührende Geschichte aufgetischt, er habe die Waffe nur entfernt, um die Angeklagte zu schützen. Aber aus welchem Grund, frage ich mich, hätte er das tun sollen, wenn er nicht davon ausging, dass sie Mr. Armitage damit erschossen hat? Denn dummerweise hat er nicht daran gedacht, ihre Fingerabdrücke zu entfernen, die sich auf dem Abzug der Tatwaffe befanden. Einspruch! Solange Mr. Timmons nicht die Kugel, mit der Mr. Armitage getötet wurde, dem Gericht vorlegen kann, ist nicht bewiesen, mit welcher Waffe der Mord ausgeführt wurde. Stattgegeben. Na gut, in Ordnung. Dann beschränken wir uns eben auf die Tatsachen. Die Fingerabdrücke der Angeklagten befanden sich auf dem Abzug eines Revolvers, den Mr. Hunt aus dem Haus von Mr. Armitage hat verschwinden lassen. Und zwar in der Nacht, in der Quinn Armitage von einer Kugel Kaliber 38 tödlich getroffen wurde. Das kann doch kein Zufall gewesen sein. Nein, das bestätigt nur noch einmal den naheliegenden Verdacht, dass der Mord von langer Hand geplant worden ist. Ach ja, etwas habe ich vergessen. Das Motiv. Genau. Jetzt wird es interessant. Kommen wir zum Motiv. Und was hat Miss Kepwell dann gesagt? Dann hat sie gesagt, sie wünschte, er wäre tot. Keine weiteren Fragen. Euer Ehren, ich beantrage hiermit, Miss Beauforts Aussage vollständig aus dem Protokoll zu streichen. Als Zeugin ist sie befangen aufgrund einer zweifelhaften Absprache, die sie mit dem Bezirksstaatsanwalt getroffen hat. Und wegen der Vorwürfe gegen sie, welche Mr. Timmons vergessen hat zu erwähnen, glaube ich kaum, dass ihre Aussage von Wert ist. Der Antrag ist abgelehnt. Euer Ehren, ich beantrage hiermit, dass Kelly Capwell bis auf Weiteres in Haft bleibt und ihre Freilassung auf Kaution abgelehnt wird. Ganz Mr. Capwell? Euer Ehren, ich rufe Cassandra Benedict in den Zeugenstand. Ich verstehe, ich mache mich sofort auf den Weg.
Ich muss mal ganz kurz weg. Könnten Sie bitte dafür sorgen, dass jemand von Ihnen so lange bei meiner Tochter bleibt? Ja, ja, natürlich. Danke, das ist nett von Ihnen. Ich bin bald wieder da, Schatz. Und ich werde gute Nachrichten mitbringen, das verspreche ich. So wahr mir Gott helfe. Miss Benedict, wo waren Sie an dem Abend, an dem Mr. Armitage erschossen wurde? Da müsste ich nachdenken. Dann helfe ich Ihnen mal. Wir waren an diesem Abend im Orient Express. Mr. Timmons kam später auch noch. Ach ja, wir waren verabredet und ich bin zu spät gekommen, weil ich warten musste, bis sich der Sturm gelegt hatte. War das der einzige Grund? Ich verstehe nicht ganz. Sie kamen völlig durchnässt dort an und tranken erst mal einen Brandy. Ja, das ist richtig. Miss Benedict, ich weiß, wie umsichtig Sie sind. Sie sind immer auf alles vorbereitet. Umso erstaunlicher kommt es mir vor, dass Sie bei so einem Unwetter ohne Regenschirm ausgegangen sind. Den muss ich verlegt haben. Ist er das? Überlegen Sie sich jetzt gut, was Sie sagen. Ja, das könnte mein Schirm sein. Inspektor Castillo fand ihn gestern Nacht in Ihrem Zimmer. Würden Sie mir bitte verraten, wo Sie ihn wiedergefunden haben? Miss Benedict, ich warte. Er war bei Kelly. In Mr. Armitages Haus. Und Sie waren dort, bevor Sie in den Orient Express kamen. In der Nacht, als Quinn Armitage ermordet wurde. Ich hätte gern eine Antwort. Ja, ich war in dieser Nacht dort. Kelly und Eden kamen zu der Zeit nicht besonders gut miteinander aus und ich wollte kurz vorbeischauen, um Kelly ein bisschen aufzumuntern. Ich klingelte ein paar Mal an der Tür, aber es kam niemand, um aufzumachen. Mittlerweile regnete es in Strömen und ich wollte erst mal abwarten, bis sich der Sturm etwas legt und später weiterfahren. Ich habe dann bemerkt, dass die Tür nicht abgeschlossen war und bin einfach reingegangen. Meinen Regenschirm muss ich wohl irgendwo in der Eingangshalle abgestellt und später auch dort vergessen haben. Aber das ist mir erst gestern wieder eingefallen. Haben Sie Kelly gesehen, als Sie reinkamen? Nein, gesehen habe ich niemanden. Ich rief nach Kelly und dann hörte ich einen Schuss. Sie hörten einen Schuss? Jedenfalls glaube ich, dass das Geräusch, das ich hörte, ein Schuss war. Und dann sah ich Kelly in ihrem Rollstuhl oben an der Treppe. Sie starrte auf irgendetwas. Ich konnte aber nicht sehen, was sie anstarrte. Hatte sie eine Waffe in der Hand? Nein. Ich habe ihre Hände ganz deutlich sehen können. Sie hatte nichts in der Hand. Kurz zuvor haben Sie den Schuss gehört. Hatte sie genug Zeit, die Waffe loszuwerden? Nein, das hatte sie nicht. Keine weiteren Fragen. Aber ich habe noch welche. Zunächst einmal muss ich gestehen, dass mich Ihre oberflächliche Zeugenbefragung etwas irritiert. Da zaubern Sie eine Zeugin aus dem Hut, die auf so viele Fragen die passenden Antworten weiß, und dann geben Sie sich mit so wenig zufrieden. Nun, ich würde gern etwas mehr in die Tiefe gehen. Miss Benedict, ich möchte gern mehr über Sie wissen. Wo genau haben Sie Ihren Wohnsitz? 300 Park Lane. Im Klartext heißt das, dass Sie bei den Capwells wohnen. Sie arbeiten auch für Sie, aber Sie sind mehr als nur eine Angestellte, nicht wahr? Sie gehören quasi mit zur Familie. Sie waren Kellys Brautjungfer und soweit ich weiß, sind Sie Mason Capwells rechte Hand. Einspruch. Die Zeugin ist befangen. Einspruch abgelehnt. Aber bleiben Sie sachlich, Mr. Timmons. Wir können also davon ausgehen, dass Sie mit den Capwells schon seit längerem eng befreundet sind. Ja. Wurden Sie nicht sogar als Kind von Ihnen adoptiert? Ja, das stimmt. Würden Sie sagen, dass Sie sie lieben? Ja. Sehr gut. Auch wenn es Mr. Capwell offensichtlich nicht interessiert, ich will wissen, wie der Krimi weitergeht. Miss Benedict,
Sie sahen also, wie Kelly unbewaffnet in ihrem Rollstuhl saß und etwas anstarrte. Wie ging's bitte weiter? Ich hörte jemanden kommen und... Und ich habe Angst gekriegt. Das kann ich gut verstehen. Deswegen habe ich mich auch versteckt und dann habe ich gesehen... Machen Sie es nicht so spannend, wir warten. Ich habe gesehen, dass Eden versucht hat, Kelly die Treppenstufen runterzutragen. Ich hatte den Eindruck, dass Kelly bewusstlos war. Aha, und welchen Eindruck hatten Sie von Eden? Einspruch, Euer Ehren, suggestiv. Stattgegeben. Na gut. Zurück zu den Fakten. Sie haben ausgesagt, dass Sie bei Kelly keine Waffe gesehen haben. Ja, das stimmt. Haben Sie bei jemand anderem eine Waffe gesehen? Einspruch! Wir führen nur eine Anhörung durch. Mr. Timmons ist dazu nicht befugt. Kommen Sie mir jetzt bloß nicht so, Käpfel. Ich weiß genau, wie weit ich zu gehen habe. Euer Ehren? Abgelehnt. Also noch einmal. Haben Sie jemanden gesehen, der eine Waffe hatte? Ja, Eden. Wie bitte? Eden. Interessant. Bei Kelly hat man eine Waffe mit einem Schalldämpfer gefunden. Sie haben aber vorhin ausgesagt, dass Sie einen Schuss hörten und kurz darauf sahen Sie Eden mit einer Waffe in der Hand. Hatte diese Waffe auch einen Schalldämpfer? Nein. Tja, wenn ich das richtig sehe, versucht eine enge Freundin der Familie, die eine Tochter zu retten, indem sie ganz einfach die andere beschuldigt. So dumm, dass die andere sich nicht verteidigen kann, weil sie einen Unfall hatte und seitdem im Koma liegt. Wirklich zu ärgerlich. Keine weiteren Fragen. Die Zeugin ist entlassen. Darüber reden wir noch. Euer Ehren, ich habe hier den Bericht über die Laborergebnisse der Waffe aus Mr. Hunts Apartment. Der Waffe, auf deren Abzug die Fingerabdrücke meiner Mandantin gefunden wurden. Auf den Abdrücken waren keine Pulverspuren zu finden. Und die Druckstelle der Fingerabdrücke liefert keinen konkreten Hinweis dafür, dass die Waffe von meiner Mandantin abgedrückt wurde. Sie sieht vielmehr aus, als hätte jemand ihre Finger ziemlich fest auf das Metall dieser Waffe gedrückt. Das lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Die Waffe, mit der man Quinn Armitage ermordet hat, wurde meiner Mandantin nach der Tat vom Mörder in die Hand gedrückt. Mach dir doch keine Sorgen. Kelly ist frei. Und das ist die Hauptsache. Denk nicht, ich hätte Quinn erschossen. Du musst jetzt herausfinden, wer es wirklich gewesen ist. Nein, leider keine Veränderung. Ist die Anhörung etwa schon vorbei? Wie Kelly wird, wie es aussieht, freikommen. Na Gott sei Dank. Ich fahre dann mal wieder zu Eden. Wir sehen uns dann später. Ja, gut. Ach, Cruz. Ja? Danke, dass du Kelly geholfen hast. Keine Ursache. Vielen Dank. Bis nachher. Ich bin gespannt, wie die Sache ausgehen wird. Was ist passiert? Soll die Anhörung fortgesetzt werden? Nein, Euer Ehren, die Staatsanwaltschaft lässt die Anklage gegen Kelly Capwell fallen. Gott sei Dank. Und ich muss sagen, es freut mich sehr, dass die Gerechtigkeit allen Widrigkeiten zum Trotz auch dieses Mal gesiegt hat. Unser Rechtssystem ist... Ersparen Sie uns Ihre Gefühlsausbrüche bitte, Mr. Timmons. Miss Benedict. Ich verwarne Sie wegen Nichtachtung der Gesetze unseres Staates. Sie haben gegen die Grundprinzipien von Recht und Ordnung verstoßen. Die Sitzung ist geschlossen. Bitte erheben Sie sich. Casey, was war denn los? Es tut mir leid, Cici. Ich wollte wirklich niemandem sagen, was ich gesehen hatte. Aber natürlich. Kann mir mal jemand verraten, was hier los war? Das erzähle ich dir später. Jetzt lass uns erst Kelly rausbringen. Gut gemacht, Junge. Danke. Wo ist Cruz? Er ist schon weg. Er wollte wieder zu Eden. Kelly! Ja, euer Ehren. Bitte, und ersparen Sie mir in Zukunft die Anrufe des Gouverneurs, ja? Mein Glückwunsch, Kollege. Sie waren ausnahmsweise ja mal richtig brillant. Übertreiben Sie nicht. Ich finde es äußerst aufregend, dass wir die gleiche Aktion bald wiederholen. Auf ein fröhliches Wiedersehen.
Setzt euch in Bewegung, Fans. Was ist denn in Kies gefahren? Wieso ist er so aufgeräumt? Cassie hat Eden mit einer Waffe gesehen, kurz nachdem Quinn erschossen worden ist. Oh mein Gott. Oh nein, ich dachte, wir hätten es endlich überstanden. Kommt, wir fahren nach Hause. Ja, gut. Na, froh, dass dieser Albtraum jetzt vorbei ist? Nur für Eden fängt der Albtraum jetzt wieder von vorne Eden an. Eden wollte dich nur beschützen, da bin ich mir sicher. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, Robert. Ich möchte nach Hause. In Ordnung. Craig, ja? Wir fahren zu meinem Vater. Ich würde mich freuen, wenn du mitkommen würdest. Ja, ich komme noch. Bis dann. Kommst du, Mason? Später, Dad. Hast du nicht gehört, was die Benedict ausgesagt hat? Eden hatte eine Waffe. Wieso verschweigen uns Mr. und Mrs. Castillo diesen doch überaus interessanten kleinen Leckerbissen? Und wo ist diese Waffe? Und wieso hat Cruz Castillo den Gerichtssaal so fluchtartig verlassen? Oh, Gina Maus, ich bin da, glaube ich, einer ganz heißen Sache auf der Spur. Nun, hör mal gut zu. Ich rufe jetzt den Flughafen an und bestätige unseren Flug nach Vegas. Ja, in welchem Hotel willst du wohnen? Ja, mach das. Und wann hat Eden herausgefunden, dass sie es mit Zwillingen zu tun hat? Ich hab's gleich. Das war, als Cruz aus Louisiana zurückgekommen ist und einen der Zwillinge mitgebracht hat. Da waren wir beide mal gerade wieder in meinem Büro zugange. Oh, Gina! Ich kriege diesen Castillo auch noch. Oh, wie schön das Leben doch sein kann. Hi, Gina. Keith hat mich gebeten, auf einen Drink vorbeizuschauen. Nun, ich enttäusche Sie ungern, aber er ist sehr beschäftigt. Hallo, Keith. Gut. Ich werde versuchen, mich deutlicher auszudrücken. Er ist dabei, Cruz und Eden Castillo etwas anzuhängen. Und selbst wenn sie noch etwas dürftiger bekleidet wären, er würde sie nicht bemerken. So, jetzt habe ich alles. Ihm hänge ich die Unterschlagung von Beweismitteln und Beihilfe zu einem Mord an. Entschuldige bitte, Gina. Oh, das sind Sie. Ich glaube, es wird höchste Zeit für einen Höflichkeitsbesuch. Ich mache mich zu unserer Kranken auf den Weg. Wie fühlst du? Ihnen hat sie wohl auch nicht viel erzählt. Nein, sie will nicht darüber reden. Na, Cruz hat mir erzählt, was sie, um ihr zu helfen, alles versucht haben. Es ist mir aber trotzdem nicht gelungen. Sie haben es versucht. Und nur das zählt für mich. Ich weiß, dass Ihr Bruder Sie finanziell ruiniert hat. Falls Sie Kredit brauchen sollten, dann können... Das müssen Sie nicht tun, Cici. Das weiß ich, aber... Aber das Angebot steht bis auf Weiteres. Das ist nett von Ihnen. Oh Gott, was kommt jetzt noch? Haben Sie gesehen, wie die Augen von Timmons aufgeleuchtet haben bei Cassies Aussage über Eden? Aber Kelly ist freigesprochen worden. Immerhin etwas. Willkommen zu Hause. Oh, danke, aber ich will keinen Sekt. Schatz, Eden wird nichts passieren. Ja, ich weiß, ich hätte trotzdem lieber Saft. Kommt sofort. Fehlt dir etwas, Kelly? Nein, entschuldigt mich bitte. Was hast du denn? Nichts, gar nichts. Ich bin nur völlig erledigt, sonst nichts. Kelly, warte. Schatz, sag schon, was ist los mit dir? Mama, ich fühle mich nicht Eden so gut. Eden hat nichts zu befürchten. Wir sorgen dafür, Mama, das verspreche ich dir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mason wird sie verteidigen. Du machst dir völlig... Mama, ich muss dir was sagen. Ich bin schwanger. Ich bekomme ein Kind von Quinn. Wieso hast du es für dich behalten? Mason, ich dachte, du könntest beweisen, dass Kelly unschuldig ist, ohne dass jemand erfahren muss, dass ich Eden mit einer Waffe gesehen habe. Das macht es auch nicht besser, Cassie. Du hättest es mir oder Dad sagen sollen. Ich weiß. Das wird mir wohl niemand von euch je verzeihen. Oh Gott, sie sah so enttäuscht aus. Und wie wird es jetzt weitergehen? Wir sollten uns darauf gefasst machen, dass Timmons sich sofort auf Eden stürzt. Und auf Cruz. Tja, wie gewonnen, so zerronnen. Aber Cassie hat keine Waffe in Quinns Hand gesehen. Das heißt, wir können auch nicht auf Notwehr plädieren.
Ich war es wirklich nicht. Das war jemand anders. Kelly ist jetzt bestimmt schon wieder zu Hause. Und seit du vorhin geweint hast, weiß ich, dass du auch bald wieder bei mir zu Hause sein wirst. Das ist die Hauptsache. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wo Eden Castillos Zimmer ist? Das hier. Sie sind Keith Timmons, oder täusche ich mich? Das ist richtig. Sie haben Kelly Capwell für unschuldig erklärt, habe ich gehört. Ja, man tut, was man kann. Das ist ja toll. Hypnose ist schon etwas Fantastisches. Wie bitte? Gestern Nacht hat Dr. Lawrence Kelly hypnotisiert, damit sie sich wieder an alles erinnert. Ach ja? Ich war der Ansicht, das wüssten Sie. Ja, natürlich wusste ich das. Haben Sie vielleicht eine Vase für das Kraut hier? Ja. Besagter Dr. Lawrence ist Jamie Lawrence, psychologische Beraterin der hiesigen Polizei. Holen Sie sie her. Tut sweet, das heißt sofort. Ja, gut. Schlafen Sie nicht ein. Bin schon unterwegs. Kelly ist also auf Traumfaden durch die Vergangenheit gereist. Ich frage mich, wer ihr da so alles begegnet ist. Dam, dam, da, dam, dam, da, dam. Wenn die Mutter zur abbekannten Umweltschützer wegen Vergewaltigung anzuklagen. Mason, ich werde von hier weggehen. Das habe ich deinem Vater vorhin mitgeteilt. Was? Ich sagte gerade, dass ich euch verlassen werde. Meine Aussage hat sehr, sehr viele Leute verletzt. Ich hätte sie so niemals machen dürfen. Und inzwischen tut es mir auch unendlich leid. Ach, jetzt begreife ich es. Dein Vater hat zwar behauptet, er will nichts davon hören, dass ich weggehe, aber ehrlich gesagt glaube ich ihm nicht. Er ist viel zu sehr um Eden besorgt. Wir alle sind ihretwegen in Sorge. Du hättest uns sagen müssen, dass du da gewesen bist. Ja, ich weiß. Das ist mir inzwischen auch klar geworden. Die Welt dreht sich immer weiter. Hast du schon gelesen, was die schreiben? Nein, geht es um Eden? Unten in der Ecke ist noch eine Drei-Zeilen-Notiz über die Anhörung. Offenbar ist Mord nicht so nachrichtenwürdig wie Vergewaltigung. Staatsanwalt lehnt es ab, bekannten Umweltschützer wegen Vergewaltigung anzuklagen. Frauenbewegung empört. Mit großen Fotos von Julia und Dash, mitten auf der ersten Seite platziert. Mason, hast du etwa davon gewusst? Allerdings, ja. Der Höllenkreis, in den Timmons einfahren wird, ist sogar eines Beugels würdig. Er hat Flame laufen lassen, was schon unentschuldbar war. Doch Dash Nichols, das geht zu weit. Mein Gott. Ich verstehe das nicht. Die Vergewaltigungsklage ist fallen gelassen worden. Warum gibt die Presse nicht endlich Ruhe? Sie kennen doch die Presse, Dash. Ich glaube, Julia will ihr feministisches Feuerchen wieder auflodern lassen. Wieso kann sie nicht endlich einlenken? Keine Ahnung, sie kennt Julia besser als ich. Dachte ich jedenfalls. Ach, du bist es. Hallo. Komm rein. Tag, Steven. Tag, wie geht's? Nicht so gut. Wieso? Was ist denn los? Tut mir leid, dass ich dich so überfalle, Dash, aber ich habe schlechte Nachrichten. Ja, dann schreiben Sie, ich sei unauffindbar. Ich habe euch alles zu dem Thema gesagt. Hören Sie, ich habe einen Augenzeugen, der hat Eden Castillo mit einer Waffe in der Hand gesehen, wie sie sich über eine Leiche beugt. Wäre das nicht eine hübsche Story für Sie? So ein Quatsch. Ich bin Frauen gegenüber sogar sehr sensibel. Gina, es hat geklingelt. Mach endlich auf. Mach du doch auf. Und wenn das nun diese Reporter sind? Soll ich mit denen reden? Oh nein, alles. Nur nicht das, Schätzchen. Also eins nach dem anderen. Das war's, Lady. Ruhe da draußen. Ich komm ja schon. Oh, na, was wollen Sie mir denn diesmal vorwerfen, hm? Sie sind mir eine Erklärung schuldig. Dürfte ich vielleicht zuerst erfahren, wie ich zu dem zweifelhaften Vergnügen Ihres Besuches und so weiter und so weiter? Werfen Sie doch mal einen Blick in die Zeitung. Julia, und wenn Sie hier noch so viel Dampf ablassen? Die Entscheidung steht unabänderlich fest. Ich wurde auf einen Eid verpflichtet und nicht auf weibliche Hysterie. Noch sind es nur Frauen aus Santa Barbara, doch ich jag sie ihnen landesweit auf den Hals. Ach, Unfug. Glauben Sie, wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Tag, Julia. Was ist denn hier los?
Ihnen als Anwältin muss ich doch nicht erklären, wieso ich keine Anklage gegen ihn erheben kann. Bemühen Sie sich nicht, da ich es sowieso nicht akzeptieren werde. Jetzt machen Sie mal halblang. Sie haben doch gar keine Wahl. Ich werde gegen Nichols keine Anklage erheben. Und wenn hier Johanna von Orleans höchstpersönlich erscheint... Da ich weiß, wie wichtig Ihr Job Ihnen ist, Keith, erledigen Sie ihn schön ordentlich. Ansonsten werden Sie nämlich von uns Hysterikerinnen abserviert. Verlassen Sie sich drauf. So? Ja, so sieht es traumhaft aus. Ja, genau so. Ist doch schön geworden, nicht? Ja, aber ich habe noch nie jemanden gekannt, der gleich drei Weihnachtsbäume hat. Wo ich herkomme, waren die Leute schon froh, wenn sie einen hatten. Und das war in aller Regel ein total abgewracktes Teil. Ach, wissen Sie, zu Weihnachten gehört einfach so ein bisschen Luxus. Ich bin den Rest des Jahres ja so bescheiden. Sie verstehen zu leben. Sie sagen es. Und da Sie mir so eine große Hilfe waren, will ich Sie zu unserem kleinen Weihnachtsfest, das heute Abend stattfinden wird, einladen. Sie würden nicht nur mir, sondern auch Layton damit eine sehr große Freude machen. Ich weiß nicht, Mrs. Lockwood, ich wollte eigentlich... Wenn Sie schon etwas anderes vorhaben heute Abend, dann sagen Sie es ruhig. Ich wollte eigentlich den heutigen Abend auf dem Friedhof verbringen. Ach so. Ja, das kenne ich. Ich weiß, wie furchtbar die Feiertage nach dem Verlust eines geliebten Menschen sind. In letzter Zeit fallen mir oft Kindheitserinnerungen ein. Sie hat Weihnachten geliebt, auch wenn wir oft pleite waren. Meine Schwester hat sich immer was Besonderes einfallen lassen. Leider habe ich Nikki niemals kennengelernt, Amado. Sie muss ein wundervoller Mensch gewesen sein. Ja, Ma'am, das war sie. Es tut mir so leid. Amado, sehen Sie bitte so freundlich und fahren mich jetzt in den Polo-Club. Und für den Rest des Tages gebe ich Ihnen frei. Irgendjemand wird mich schon zurückbringen. Danke, Ma'am. Was ich Ihnen noch sagen wollte, kommen Sie lieber auf das Fest. Verkriechen Sie sich nicht. Junger Mann, ich befehle Ihnen, dort zu erscheinen. Danke. Nein. Ich habe zu danken. Weihnachten ist nun mal einfach der Jugend vorbehalten. Ein Scotch vielleicht? Das wäre nett. Was sehe ich denn da? Köpferl, sind doch nicht etwa die Kugeln ausgegangen? Mach dir keine Sorgen, der wird schon noch geschmückt. Du wirkst ja ganz schön deprimiert. Wahrscheinlich liegt's an dem Jahreswechsel. Das ist der gegebene Anlass, noch einmal über die letzten 12 Monate nachzudenken. Steven, wir feiern heute Weihnachten und nicht Silvester. Du weißt ja, ich war immer ziemlich fix. Das vergangene Jahr ist für dich nicht so gut gelaufen, oder? Sagen wir mal, es war von allem ein bisschen dabei. Ein paar Niederlagen und ein paar Siege. Und der größte Sieg ist, dass ich dich wieder habe. Weil du mir viel bedeutest. Aber es gab auch Tiefschläge. In diesem Jahr ist es beruflich so gut wie noch nie gelaufen. Ich war ganz oben. Die Reise war der beste Film, den ich je gemacht habe. Ich war sehr stolz auf ihn. Ja, ich weiß, wie stolz du warst. Dass ich ihn so verloren habe, ist für mich unfassbar. Bis heute. Was ist denn das? Na, was wohl? Mein Weihnachtsgeschenk. Das weiß ich, aber
Wie wär's denn, wenn du es einfach mal öffnest und nachsiehst, was drin ist? Was denn, jetzt schon? Es ist dein Weihnachtsgeschenk. Sieh schon nach. Also gut. Ich habe ein Lied für dich geschrieben. Ein Lied allein für mich? Ich habe schon als kleiner Junge geschrieben. Ich möchte sie, wenn sie gut genug sind, verkaufen. So ein schönes Geschenk habe ich vorher noch nie gekriegt. Willst du es mir vorspielen? Darauf habe ich gehofft. Ich bin kein Profi, aber das weißt du ja. Das macht doch nichts. Ich versuch's einfach. Es löst ein Blatt vom Baum sich ganz leis, September. Der Wind reizt fort, aber bringt es zu dir, September. Und ist es bei dir, dann ist es am Ziel. Es fliegt nur für dich und sagt, wie lieb ich dich hab. Wie lieb ich dich hab. Es ist so wunderschön. Bravo, großartig. Sag mal, hast du vielleicht heute Abend noch eine Überraschung geplant? Nein, wieso fragst du? Na ja, es hätte doch sein können. In dem Zusammenhang, was macht eigentlich die Suche nach deiner verschollenen Tochter? Na ja, ich habe, ich kann es ja sagen, noch nichts herausgefunden. Aber das war ja auch nicht anders zu erwarten. Dabei wäre euer Wiedersehen ein so schönes Weihnachtsgeschenk gewesen. Ach, das war ja bestimmt nicht das letzte Weihnachten. Ja. Also, Kinder, habt ihr alle ein Glas Champagner? Mhm. Das war ein erfolgreiches Jahr. Es gibt viel zu feiern. Ich habe fast meine ganze Familie um mich versammelt. Schade, dass Warren nicht bei uns sein kann. Aber man muss sich an dem erfreuen, was man hat. Ich möchte auf alle anstoßen, die heute Abend meine Gäste sind. Und auf alle, die heute Abend nicht hier sein können. Mögen wir bald wieder vereint sein. Lasst uns darauf trinken. Auf meine Kinder, meine Freunde und auf meine Familie. Ich wünsche ein frohes Weihnachtsfest. Zum Wohl. Ich weiß, wie wichtig der Film dir gewesen ist, aber wäre es nicht schlimmer gewesen, wenn du dich aufgegeben hättest? Das konnte ich mir nicht leisten. Der Film war ein Teil meines Lebens. Ich muss ständig daran denken. Nicht nur an den Verlust. Ich frage mich, wer ihn zu verantworten haben könnte. Wer ist zu sowas fähig? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Steven, was willst du von mir? Ich habe gerade etwas über dich erfahren, was ich nicht glauben mag. Was? Deine Fingerabdrücke. Sie sind auf dem Safe von Cecys Rechtsanwälten gefunden worden. Und zwar gleich nach dem Feuer. Meine Fingerabdrücke? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ich verstehe kein Wort. Worauf willst du eigentlich hinaus? Spiel mir jetzt bloß kein Theater vor. Warte mal. Willst du mir damit etwa unterstellen, ich hätte deinen Film zerstört? Warum? Sag mir warum. Ich will die Wahrheit wissen.
unbedingt eine gute Nachtgeschichte hören, aber nach zwei Sätzen hat sie schon tief und fest geschlafen. Heute ist sie sicher glücklich. Sie freut sich so auf Weihnachten. Na, hoffentlich kriege ich das Haus noch fertig. Soll ich dir dabei helfen? Hör mal, willst du mich beleidigen? Ich kann doch wohl noch ein Puppenhaus zusammenbauen. Nicht mal das klappt. Du sagst es. Was soll's, ich bin ein Versager. Es ist eben so. Unter meinen Händen fällt alles auseinander. Hallo? Julia, hier ist Keith Timmons. Ich hätte Sie gern besucht, aber Gina und ich müssen dringend zum Flugplatz. Sind Sie auf der Flucht? Nein, keine Angst. Wir sind in zwei Tagen wieder da. Kommen Sie jetzt endlich zur Sache, Timmons. Was wollen Sie? Ich möchte Ihnen ein Weihnachtsgeschenk machen. Hören Sie, ich habe im Augenblick Besuch und bin nicht gewillt, mir irgendwelchen Unfug anzuhören. Wenn Sie etwas sagen wollen, dann bitte. Ich werde Dash Nichols wegen Vergewaltigung anklagen. Vom Kindermädchen zur Prinzessin. Was soll das bedeuten? Sie wollen mich holen. Hören Sie, ich muss zurück. Sie brauchen mich doch. Cruz, du bist doch schon seit Stunden hier. Du musst völlig erledigt sein. Das bin ich ganz und gar nicht, Sophia. Ich bin fit. Bitte geh doch mit uns, ja? Es wird dir ganz sicher gut tun. Nicht jetzt, Mr. C. Sehen Sie ihn bitte an. Ich weiß, du wärst für dein Leben gern Heiligabend bei Adriana und... Die Sache ist die. Sie weiß genau, dass ich hier bin. Ich kann fühlen, dass sie es weiß. Und womöglich lebt sie deswegen auch noch, also... Ich werde sie doch jetzt nicht verlassen. Ich werde dich auch nicht verlassen. Wie du willst. Ich komme bald wieder und werde mich eine Zeit lang zu ihr setzen. Jetzt bringen wir die beiden Kinder zu uns und währenddessen kannst du ihr weiter Gesellschaft lassen. Du rufst uns an, wenn sich ihr Zustand ändert. Aber sicher doch. Ihnen jetzt eigentlich? Sie sagten, es würde darum gehen, die Macht der Liebe unter Beweis zu stellen. Sind die eigenen Eltern nicht Beweis genug dafür? Das erlaubte Ihnen einen Blick auf die Nacht, in der Quinn ermordet wurde, um zu wissen, was passiert ist. Wozu soll das alles gut sein, wenn ich doch nicht mein Leben mit ihm verbringen darf? Was nützt das alles, wenn wir doch nicht zusammen sein können? Sie haben mir eine Lüge aufgetischt. Sie macht mich glauben, wir könnten zusammen sein. Sie macht mich glauben, es würde immer noch einen Weg zurück zu meiner Familie geben. Die ganze Zeit über wollten Sie nichts anderes als mir sagen. Sie wollten mir sagen, dass mein Leben jetzt zu Ende ist. Das einzige Versprechen, das gegeben wurde, gabst du dir selbst. Nein. Ich gab ein Versprechen. Und zwar meinem Mann. Und ich werde dies unter allen Umständen halten. Das war kein Test. Es gab keine richtigen Antworten. Und es gab lediglich ein Fenster. Du konntest durchsehen und jetzt musst du weitergehen. Nein. Sie können es nicht verstehen. Cruz. Er ist doch mein... Er ist ihr Leben? Ich will nicht. Ich kann nicht. Was geschieht mit mir? Nein, bitte, stoppen Sie! Ich kann es nicht stoppen und du kannst es auch nicht. Deine Zeit ist abgelaufen. Nein! Danke. Oh, das ist doch ein Kinderspiel. Vegas ist voll von Juweliergeschäften. Ich suche den hübschesten aus, dann komme ich zu dir zurück und du wirst den schönsten Ring finden. Du musst dich ja wirklich sehr schuldig fühlen. Nicht doch, ich will nur das Richtige tun. Kies. Dieser Ring weißt du, bedeutet mir nicht zu viel. Aber er bedeutet mir etwas. Ihr zwei wartet jetzt hier schön und ich werde im Handumdrehen wieder da sein. Hätte es schlimmer kommen können. Er geht los, kauft sich eine schwere Zigarre und gibt dir die Banderole als Hochzeitsring. Wie nett. Ich danke dir vielmals für diesen reizenden Vorschlag. Brandon, starr nicht so hin, das ist unhöflich.
Fußball wohl in Ordnung ist? Weißt du, wie er aussieht? Tut mir leid, habe ich Sie etwa gestört? Ich habe eine harte Nacht hinter mir. Was ist geschehen? Ich bin sicher, dieser nette Herr hat nicht den geringsten Wunsch, mit uns über seine Probleme zu reden. Oh nein, das würde ich sogar sehr gern. Nein, ich könnte ein offenes Ohr gebrauchen. Sehen Sie, ich bin so eine Art fliegender Händler. Und ich kam in diese Stadt, um einige Waren zu verkaufen. Naja, ich gehe zu diesem Platz. Er stand auf meiner Liste, aber bitte glauben Sie mir, da kriegen mich keine 10 Pferde mehr hin. Tja, ich bin also dort und bevor ich weiß, was los ist, bevor ich fröhliche Weihnachten gewünscht habe und ein gesegnetes neues Jahr, kamen diese Galgenvögel und packten mich von hinten. Sie sagten zu mir, ich wäre ein gewisser Fat Louis oder so ähnlich. Und ich gehe mal davon aus, dass er ihnen jede Menge Geld schulden muss, weil sie mir meine gesamte Ware weggenommen haben. Sie sagten, sie würden sie mir erst zurückgeben, wenn ich bezahlen würde. Ich werde immer wieder mit jemand anderem verwechselt. Ich verstehe auch, wieso. Ja, ich weiß, was du denkst. Nein, Colonel Sanders ist doch viel schlanker als ich. Und ich sehe auch nicht aus wie dieser komische Fat Louis. Ich kann doch nicht. Naja, ich kann doch nicht rumrennen und seine Schulden bezahlen. Nein, ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, meine Güte, ich breche so viele Herzen, wenn ich am heutigen Abend nicht meine Runde drehen kann. Keine Sorge, Mister. Wir helfen Ihnen. Ja, Mann? Bei dem Trubel habe ich keine Zeit gehabt, für jemanden Geschenke zu kaufen. Tja, die Geschenkboutiquen der Gefängnisse haben nicht die größte Auswahl. Und deswegen konnte ich dir auch kein Geschenk aussuchen. Weißt du, da ist immer noch mein Geburtstag. Mhm. Ja. Also, was wollt ihr beiden zu Weihnachten unternehmen? Das kommt ganz auf dich an. Ich verbringe das Weihnachtsfest mit meiner Familie. Das ist gut. Das Weihnachtsfest ist ein Fest für die Familie. Aber Bobby und ich haben ja keinerlei Bindungen. Wir sind weder verheiratet noch sonst was. Du wolltest doch gerade gehen, oder etwa nicht? Ich will es jetzt. Ach ja? Hör zu, Kelly, ich komme morgen wieder vorbei. Dann können wir gleich mit dem Iglu anfangen. Dankeschön für das schöne Häuschen. Es ist wirklich ganz bezaubernd. Danke, das freut mich aber. Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest. Ich dir auch. Gute Nacht. Ah, ist das hier das Häuschen? Ja. Es ist nett, oder? Ja, es ist wirklich nett, ja. Das ist nicht genau das, was ich dir eigentlich geben wollte, aber es ist nah dran. Robert. Gefällt es dir? Es ist wundervoll. Weißt du, ich wollte es gravieren lassen, aber ich war nicht sicher, was drauf sollte. Ich hatte schon eine Idee, aber ich wusste nicht so recht, ob sie dir gefallen wird. Vielleicht sollten wir darüber reden und dann entscheiden, was eingraviert werden soll. Kelly, wir haben doch schon viel zu lange auf irgendeine Entscheidung gewartet. Ich weiß, es ist nicht gerade einfach. Aber nichts ist schwerer, als immer nur zu warten. Ich weiß gar nicht, was ich dir eigentlich sagen soll, Robert. Ich bin es einfach nicht gewöhnt. Ich füge mich nicht so leicht in das Schicksal. Ich kann mich damit nicht abfinden. Wenn ich von vorne anfangen müsste, würde ich das tun. Auch wenn es mir schwerfallen sollte. Ich tue, was nötig ist. Aber ich kann es nicht einfach so weiterlaufen lassen. Robert, du verhältst dich so, als ob ich einfach nur sowas wie Puff sage und alles ist wieder gut. Ich kann nicht vergessen, was da passiert ist und ich kann nicht so tun, als ob nichts geschehen wäre. Und ich kann dich nicht ansehen, ohne dass ich unwillkürlich an Quinn denke. Du hast ihn nie wirklich geliebt, Kelly. Du liebtest mich. Und all das, was du mit ihm tun wolltest, hast du mit mir getan. Jede Sekunde, die ihr geteilt habt, selbst die Zweifel und Ängste hast du mit mir geteilt und nicht mit meinem Bruder. Eins ist klar, aus Quinn musste erst Robert werden, um dich gewinnen zu können. Weil er genau wusste, dass
dass er als Quinny eine Chance hatte. Und deswegen nahm er die Gestalt des einzigen Mannes an, der eine wahre Chance hatte. Des Mannes, den du einmal geliebt hast. Und den du wieder lieben wirst. Ich bin dieser Mann, Kelly. Kelly, wenn du mich ansiehst, sieh nicht Quinn. Sieh nicht Robert. Sieh nur den Mann, den du liebst. Und den Mann, der dich liebt. Es ist nichts passiert, das daran etwas ändert. Es wird doch nichts geschehen. Und alles andere ist unwichtig. Sie können mich nicht zwingen zu gehen. Ich kann ihn einfach nicht verlassen. Das kommt auf dich und deinen Mann an. Was soll das bedeuten? Cruz, bitte halte mich und lass mich nicht gehen. Du weißt, dass ich hier bin, nicht wahr, Schatz? Ich bin hier. Ich bete zu Gott, dass es hilft. Ich liebe dich mehr, als ich es dir jemals sagen kann. Etwas geht in mir vor und ich fürchte, ich kann es nicht aufhalten. Ich fürchte, ich kann es nicht. Oh Gott. Oh Gott. Liebes, hey, komm schon, Schatz. Lass es nicht zu, Liebling. Eden, ich bin's, Liebling. Du kannst nicht einfach weggehen, verstehst du? Ich werde dich nicht verlieren. Hör zu, du musst wiederkommen. Du musst wiederkommen. Das ist eine schlimme Geschichte. Ich habe nicht mal genug Geld, um den Kaffee zu bezahlen. Meine Frau sieht es nicht gern, wenn ich Kaffee trinke. Sie sagt, ich würde dann die halbe Nacht wach liegen. Ich werde heute Nacht sowieso kein Auge zumachen. Hier, das geht auf meine Rechnung. Nein, nein, nein. Das kann ich nicht, das geht nicht, das kann ich nicht zulassen. Wir werden Ihnen helfen. Sie müssen Ihre Sachen wiederkriegen. Tja, dazu muss wohl ein Wunder geschehen. Ich vergaß ganz zu erwähnen, ein klitzekleines Ding, den Ring. Mission erfüllt, ja? Na, was denkst du, mein Hase? Ich sage euch, dieser Ring ist ein Wahnsinn. Der wird euch geradezu die Schuhe ausziehen. Sie legen ihn für mich zurück. Na, gehen wir doch ein bisschen bummeln. Na ja, da ist noch ein kleines Problem. Irgendwie habe ich befürchtet, dass du das sagst. Das ist Nick. Er hat alles, was er hatte, verloren. Oh, willkommen in Vegas, Nick. Nein, nein, nicht an den Automaten. Zwei so brutale Kerle haben ihn mit jemandem verwechselt. Ja. Pat Louie. Sie hatten seine Ware konfisziert. Was für Ware denn? Was genau wollten Sie verkaufen, Nick? Na ja, etwas Klingelingeling und alles Mögliche zu Weihnachten eben. Von allem ein klein weniges. Es ist alles weg. Und Nick muss seine Sachen sofort zurückbekommen, damit er sie heute Nacht ausliefern kann. Oh, es tut mir leid, das zu hören, Nick, aber wir müssen zu einer Hochzeit, zu unserer eigenen. Ich schlage vor, Sie unterhalten sich mit der Polizei. Wenn Sie uns jetzt entschuldigen würden... Könntest du dich nicht mit diesen Burschen mal unterhalten? Nein, die Jungs legen keinen besonderen Wert auf Konversation. Sie haben Waffen und sind gefährlich. Jetzt wissen Sie, woran Sie mit ihnen sind. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll, Nick. Ich würde Ihnen das Geld gern leihen, aber ich habe gerade mal genug für den Ring. Was ist denn mit deiner Kreditkarte? Ich nehme doch keine Kreditkarte mit nach Vegas. Hier gibt es Banditen und Sträucher. Nicht doch. Nein, nein, vergessen Sie es bitte. Sie haben sicher genug Probleme am Hals. Es ist nur, ich darf mir nicht die traurigen Gesichter all der Kinder vorstellen, wenn ich nicht meine abendliche Runde drehen kann. Was haben die Burschen gesagt, was sie Ihnen schulden würden? Ganze 7.000 Dollar. Wie viel Geld hast du denn? Etwa ein Riesen. Wie wär's, wenn du einige Runden Blackjack spielen würdest? Du musst alles einsetzen, dann verdoppelst du den Einsatz und kannst schon nach dem dritten Mal wieder aufhören. Dann hast du schon 8.000. Du kannst von dem Gewinn diese Gaune auszahlen und hast noch ganze 1.000 Dollar für dich. Woher weißt du so viel über Blackjack? Ja, woher weißt du das? Das weiß ich von dir, weißt du nicht mehr? Die ganzen tollen Tricks habe ich von dir. Das kann schon sein. Na dann, du raffinierter Profi. Und was passiert, wenn ich die Chance ist wirklich gering, das ganze Geld verliere? Das wirst du nicht. Ich weiß, du bist ein Ass.
Und wenn sich die Dinge schlecht entwickeln, kannst du ja ein wenig tricksen. Der Junge wird ein Meister. Also, wirst du es tun? Für Nick. Es ist deine einzige Hoffnung. Ja, warum nicht? Es ist Heiligabend. Was spricht an so einem Tag dagegen? Und jetzt kauft euch bitte eine Dose Mineralwasser. Und nur für den Fall aller Fälle, lasst den Ring am besten oben dran. Warte, Kies, ich begleite ihn lieber. So, hier wären wir. Hallo. Seid ihr für den Weihnachtsmann bereit? Natürlich. Aber ja. Oh, Adriana. Hallo. Runter mit dir. Geh, mein Schatz. Na komm schon. Gut. Wir sind gleich da. Hallo. Hat sich an Edens Zustand was geändert? Nein, leider nicht. Ich hoffe, dass Cruz noch hierher findet. Frohe Weihnachten, Robert. Das wünsche ich Ihnen auch, soweit es unter diesen Umständen möglich ist. Wir schmücken jetzt den Baum. Will uns jemand helfen? Das würde ich lieben gern, aber ich denke, ich muss jetzt gehen. Ich würde gern morgen vorbeischauen. Aber gern, keine Frage. Danke. Na dann. Robert, danke schön für den Armreif. Sagst du mir Bescheid, wenn du ihn graviert haben willst? Gute Nacht. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Also dann, wer hilft mir bei den Kerzen? Hilfst du mir? Ich will wundervoll. Sehen zu. Ich kann unmöglich Geschenke unter einen kahlen Baum legen. Erst gehen wir in die Küche und holen uns Plätzchen. Na schön, wir warten auf euch. Na? Ja. Hast du ihm gesagt, dass du schwanger bist? Mama, ich kann kaum mit Robert reden, geschweige denn ihm sagen, ich erwarte von seinem Bruder ein Kind. Wir müssen abklären, wo wir stehen. Nein, ich muss abklären, wo ich stehe, bevor ich etwas tun kann. Und willst du das Baby? Ich mache mir Sorgen, was aus dem Kind wird. Wegen der Drogen, die mir Flame gegeben hat. Aber ich will keine Abtreibung, nein. Weißt du, dieses Baby ist Quinns Baby. Und ich weiß einfach nicht, wie ich es Robert klar mache. Lass mich Eden, nicht gehen. Rede mit mir. Eden, Cruz. Liebling, ich bin's. Wach auf und rede mit mir. Das geht jetzt schon lange genug mit dir. Es wird allmählich Zeit, wiederzukommen. Eden. Eden. Cruz. Oh Gott. Nein. Cruz. Hilf mir. Nein, verdammt. Ich werde dich nicht gehen lassen, mein Liebes. Hör zu! Wach auf und sag das zu mir. Ich werde dich jetzt nicht gehen lassen. Was hat Cassie heute Nacht so hat vor? Hat sie dir nicht erzählt? Von ihren Plänen? Na, über uns. Ich hatte das Gefühl, die Lage war leicht gereizt. Solange ich dich kenne, hast du die seltene Gabe, den Dingen ihre Schärfe zu nehmen. Sie sagte mir, dass sie mich nicht noch einmal wiedersehen will. Da kann man von einer gewissen Spannung zwischen uns reden. Du musst dir ganz schön Mühe gegeben haben, dass sie sich so ungewöhnlich verhalten hat. Cassie ist eine Lügnerin. Ich habe nachgeprüft, was sie getan hat, bevor sie nach Santa Barbara kam. Sie hat uns alle belogen, alles erfunden. Tja, weißt du, viele Menschen müssen, sie müssen eine schlimme Geschichte durch eine andere ersetzen. Ich meine, das nennt sich Verarbeiten, das ist nicht so furchtbar. Nicht, wenn es sich darauf beschränkt, nein. Sie hatte viel aufzuarbeiten. Ich meine, kannst du ihr verübeln, dass sie die Fakten ein klein wenig verdreht, wenn die Wahrheit so schwer zu ertragen ist? Das Ganze war ein Lügenmärchen, sogar ihre Vergangenheit. Was hat sie Kelly angetan? Sie hat geschwiegen, um Eden zu schützen, oder nicht? Ja, doch dann sang sie wie ein Kanarienvogel. So viel zum Schutz von Eden. Wenn ich an ihrer Stelle im Zeugenstand gewesen wäre, hätte ich vielleicht dasselbe getan. Hast du dir jemals die Frage gestellt, was sie womöglich noch erfunden haben könnte? Wie wäre es, wenn wir uns ein paar Weihnachtskekse holen? Hm? Na schön. Wir sehen uns dann. Auf Wiedersehen, ihr zwei. Gut. Nicht, dass du denkst, ich wäre nicht einverstanden. Ich kann nur nicht so leicht vergessen, was Quinn dir angetan hat.
Mama, er war wirklich in mich verliebt. Er hat dir verschwiegen, was für ein Mensch er eigentlich ist. Er hat dich wieder und wieder getäuscht. Was für eine Art Liebe ist das? Nein, er hat mich nur schützen wollen. Wenn er seine Gefühle ausgesprochen hätte, hätte mich Flame bestimmt getötet. Und ich weiß, dass hinter allem nur sie gesteckt haben kann. Wieso hat man sie nicht verurteilt? Weil sie gut lügt. Und Kies glaubt ihr auch noch. Im Gerichtssaal konntest du es hören, sie würde doch alles sagen. Es geht so weiter, bis sie endlich einer überführen kann. Wenn nicht, dann wird sie davonkommen. Sag mal, habt ihr denn gar nicht vor, uns heute zu helfen? Nein, wir wissen ja, dass keiner den Baum so gut schmücken kann wie du. Wo denn die Lichter? Komm vorwärts. Chip und ich arbeiten gut zusammen. Jetzt sag du ihm doch mal, sie sollen uns helfen. Wo ist eigentlich Daddy? Er ist in die Klinik gefahren, zu Mami. Aber er kommt nachher noch. Mami fehlt mir aber so. Uns fehlt sie auch, Schatz. Sehr sogar. Du hast mir so gefehlt. Du hast mir auch gefehlt. Ich bin die ganze Zeit über neben dir gewesen. Ich wollte dir sagen, dass es mir gut geht. Ich fürchte nur, es war nicht so. Aber jetzt sind wir wieder vereint. Ich hatte Angst, ich hätte dich verloren. Du musst dich schon anstrengen, wenn du mich verlieren willst. Ich bin hier, um dich zu holen. Was meinst du? Wollen wir jetzt zurückgehen? Ich habe alles versucht. Was hält dich jetzt zurück? Brianna sagte, meine Zeit wäre gekommen. Wer ist Brianna? Mein Schutzengel. Du glaubst nicht, was ich alles sehen konnte. Aber ich denke, dass ich nicht zurückkommen kann. Wenn du nicht zurückkommen kannst, dann möchte ich an deiner Seite verweilen. Das hätte ich getan. Ich glaube ja den Kram mit dem brutalen Kerl. Aber ich denke ganz einfach, es wird noch etwas anderes dahinter stecken. Ah, und was? Ich träume doch nicht, oder etwa doch? Ja, wenn du es tust, dann träume ich auch. Und wenn das die Wirklichkeit ist, dann müssen sie hier sein. Das will ich doch hoffen. Das ist keine Verkleidung, oder vielleicht doch? Sie sehen wirklich so aus? Was heißt denn das? Ich könnte ein paar Pfunde weniger vertragen, aber für einen alten Kauz sehe ich gar nicht so schlecht aus, stimmt's? Soll das ein Witz sein? Sie haben das beste Gesicht, das ich kenne. Und wo leben Sie? Naja, ich und die Mises leben oben im Norden. Ich weiß, Sie müssen es sein. Oder nicht? Oh, wie ist es gelaufen? Schauen Sie her und staunen. Hast du gewonnen? Ja, genau wie du es vorausgesagt hast. Brandon, weißt du, ein Traum ist wahr geworden. Wenn mich Gina nicht vom Tisch gezerrt hätte, hätte ich wahrscheinlich ein Vermögen gewonnen. Ja, aber 8.000 Dollar waren ja wohl mehr als genug. 7 für Nick und 1.000 sind für uns. Wer wird dann so gierig sein und auch noch Heiligabend? Sie wissen gar nicht, welche Freude Sie heute damit auslösen werden. Tja, ich werde jetzt lieber gehen. Ich muss mich noch um einen Flug kümmern. Oh, Brandon. Fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, er kriegt keine Schwierigkeiten mit diesen brutalen Kerlen. Irgendetwas sagt mir, dieser Nick wird schon zurechtkommen. Können wir jetzt endlich den Ring holen? Wir müssen uns ranhalten, die Juweliergeschäfte schließen. Oh, danke, Sie haben schon zu. Oh, das ist vielleicht ein Pech. Sie öffnen erst wieder nach den Weihnachtsfeiertagen. Ich schätze es wirklich, dass unsere Hochzeit am Heiligen Abend... Oh, so wie es aussieht, scheint das ja eine lustige Feier zu werden. Naja, noch eine verlorene Seele, die nichts Besseres an Heiligabend vorhat. Ertränkst du etwa deine Sorgen? Ach das ist mein erstes und einziges Glas. Ich meine, Weihnachten kann so viel Feiern schon vertragen. Wie klingt deine Ausrede? Denkst du etwa, dass ich eine brauche? Sie hat dich nicht gefragt, ob du bleiben willst, richtig? Oh, ich will mich nur nicht in die Familienfeier einmischen. Allerdings habe ich auch wenig Grund, mich feierlich zu fühlen. Bobby, wird deine Nase nicht doch ein bisschen kalt, wenn du sie immer gegen die Fenster pressen musst? Also, wenn ich mich recht erinnere, konnte ich unter dem Christbaum für dich auch keine Geschenke entdecken. Gewonnen. Wir sind beide Außenseiter, Bobby. Von der gleichen Sorte. Das macht die Sache schwieriger, denkst du nicht? Wäre es nicht viel einfacher, wenn wir vollkommen unterschiedlich wären? Ja, anscheinend bist du etwas verwirrt, Craig. Aber kein Grund zur Sorge. Denn ich denke, die Situation wird sich mit Sicherheit bald aufklären.
Und wenn es soweit ist, wirst du ganz genau sehen, wo du stehst. Willst du das vielleicht aufhängen? Na schön. Wieso habe ich das Gefühl, dass ihr zwei nicht über mein Weihnachtsgeschenk redet? Ach, wir überlegen uns, wie wir es dir schon beibringen. Was wollt ihr mir sagen? Es sind viel zu viele Kerzen in der Baumkrone. Du hast unten welche vergessen. Das hast du aber schön gesungen. Vielleicht, da fehlen welche. Was weiß ich, das hat sonst Eden gemacht. Ich helfe dir, Daddy. Chip könnte vielleicht die Kugel mit Edens Namen aufhängen. Weißt du noch, wie sie alles eingraviert hat? Ja, ich konnte nicht mal erkennen, welcher Name auf meiner Kugel eingraviert war. Die Kinder haben auf jeden Fall Spaß, Daddy. Ich weiß. Dann kennst du doch bestimmt auch noch ein Weihnachtsgedicht. Wir wollen uns nichts anmerken lassen. Wir wollen einfach nicht mit langen Gesichtern unterm Weihnachtsbaum sitzen. Also lass uns anfangen. Lieber noch die Kerzen warten auf mich. Gut, lass uns du solltest ihm sagen, dass du schwanger bist. Ich kann es nicht, Mom, jetzt noch nicht. Aber wie wird er sich fühlen, wenn er herausfindet, dass du es ihm gegenüber verschwiegen hast? Er wird es verstehen, ich hoffe es. Eins will ich auf keinen Fall, dass Daddy mir sagt, was ich tun soll, Mama. Abgesehen davon hat er genug Sorgen mit dieser Weihnachtsfeier. Hey, das war ja toll. Wollen wir jetzt den Weihnachtsbaum weiterschmücken? Cruz, du kannst nicht bei mir bleiben. Aber ich kann nicht ohne dich leben, Eden. Also wirst du mit mir mitkommen müssen. Es kann sein, dass ich nicht zurückkommen kann. Wie hast du hierher gefunden? Ich hörte dich rufen. Ich will nicht mehr länger hierbleiben. Hast du irgendein Zeichen gesehen? Weißt du, wie wir hier rauskommen? Können wir hier runtergehen? Versuchen wir es. Cruz, was geschieht nur mit mir? Schatz. Eden. Cruz. Eden, wo steckst du? Ich kann dich nicht sehen. Das reicht, Cruz. Sie haben getan, was sie konnten. Lassen Sie Eden gehen. Wenn Sie wissen, wo sie ist, bringen Sie mich zu ihr, bitte. Das kann ich leider nicht und Sie können ihr nicht folgen. Akzeptieren Sie das. Ich werde auf keinen Fall ohne meine Frau weggehen. Nicht mal Ihre Liebe wird sie zurückbringen können. Das wird sich erst zeigen müssen. Eden? Schatz! Sag doch was! Ich bin noch hier! Das bedeutet für mich nicht das Ende aller Tage, verstehst du? Ich würde dich auch mit einem Mineralwasserring zum Mann nehmen. Das Angebot gilt. Aber ich dich nicht. Als wir keine Wahl hatten, wäre es vielleicht möglich gewesen. Jetzt ist es sowas wie eine zweite Wahl treffen. Ich will dich nicht so heiraten müssen. Dann werden wir wohl noch einige Tage warten müssen. Seht her! Sag mal, wann seid ihr zwei denn bloß einkaufen gewesen? Wir waren nicht einkaufen, nicht wahr? Nein, das waren wir nicht. Das eine ist für mich und das andere ist für euch beide. Siehst du eine Karte? Ja, gleich hier. Was steht drin? Die ist von Nick. Danke, dass sie mir meinen Weihnachtstraum erfüllen konnten. Ich hoffe, ihre erfüllt sich auch. Dann mach es auf. Oh großartig. Mann. Ich wette, das ist super schnell. Ticken tut's jedenfalls nicht. Es ist ziemlich leicht für so ein Mordspaket. Mach du es auf. Na dann. Oh, das ist ja ein roter Stiefel. Wie süß. Tja, ich schätze, es wird nicht allzu viele offene Kamine in den Hotelzimmern in Las Vegas geben. Sieh nach, ob etwas drin ist. Du hast recht, hier ist etwas drin. Das ist einfach unglaublich. Oh, sieh doch. Das ist viel mehr als einfach unglaublich, weißt du, das ist genau der Ring, den ich für dich ausgesucht habe. Was für ein netter alter Herr. Siehst du, das Christkind ist doch keine Legende. Ja, das ist der bezauberndste Baum, den wir jemals hatten. Ich weiß. Ich wünschte, wir könnten uns alle gemeinsam daran erfreuen. Alle die, die heute nicht bei uns sein können, mag Gott über euch wachen, auf dass ihr bald wieder bei uns seid. Amen. Und jetzt macht die Geschenke auf. Habt ihr das gehört? Na, Schätzchen, ist das nicht schön? Aber jetzt
Eden! Eden, hörst du mich? Hört mich denn niemand? Ich bin wegen meiner Frau hierher gekommen. Sie ist meine Ehefrau und die Mutter meiner Kinder. Hören Sie auch zu? Ich werde nicht ohne Sie weggehen. Und wenn Sie nicht wollen, dass ich mich hier weiter herumtreiben muss und aus voller Brust brülle, solange bis ich heiser werde, schlage ich vor, dass jemand sofort dafür sorgt, dass sie hier und jetzt auf der Stelle auftaucht. Ich sagte... Bruce! Schatz. Schatz, wo steckst du? Ich sehe dich nicht, mein Liebes. Wo steckst du? Ich bin hier. Sag doch was. Ich folge deiner Stimme. Bruce. Ja? Ich liebe dich. Ich will dich, Schatz. Was immer auch passieren mag, ich möchte, dass du das weißt. Mein Liebes, wo steckst du bloß? Gib mir deine Hand. Na komm schon. Wir gehen jetzt. Schatz, Schatz, Schatz. Ja, Eden, Eden. Mein Liebes, bitte. Ich wäre verloren. Nein, nein, du warst nur ein kleines Weilchen weg. Oh Gott, du kamst zurück, mein Liebes, es wird alles wieder gut. Wo sind die Kinder? Die Kinder sind bei deinen Eltern. Es ist Heiligabend, Schätzchen. Du hast geschlafen. Ganz lang und tief. Fröhliche Weihnachten. Ja, ich danke Gott dafür. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Baby.